Microsoft OneNote ist ein sehr interessantes Programm, wenn Sie zum Beispiel Ihre Projektnotizen oder Ihre Meeting-Mitschriften zentral ablegen wollen. In diesem Beispiel sehen Sie den Abschnitt Windows 10 Overview und die Seite Windows 10 Key Facts. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist die Möglichkeit, mit diesen Aufzählungslisten hier zu spielen. Erstens können Sie die Punkte in dieser Aufzählungsliste nahtlos mit der gedrückten linken Maustaste sowohl in der Reihenfolge als auch in der Ebene neu anordnen. Diese Möglichkeit bietet Ihnen Microsoft Word zum Beispiel nicht, mit OneNote ist dies möglich. Weiters haben Sie die tolle Möglichkeit, diese beiden Aufzählungslisten miteinander zu verbinden, also zu mergen. Zu diesem Zweck klicken Sie bitte mit der gedrückten Shift, also der Umschalttaste, mit der linken Maustaste auf diesen zweiten Notizencontainer und fahren dann nach oben in den oberen Container. Wenn Sie dann die Maustaste zuerst loslassen, so haben Sie diese beiden Listen miteinander verbunden. Weiters haben Sie die Möglichkeit, selbstverständlich auch mit der gedrückten Shift-Taste und der linken Maustaste diese Liste hier auch wieder rauszuziehen. Bitte lassen Sie zuerst die linke Maustaste aus. Das ist eine sehr interessante Möglichkeit, wenn Sie mit Aufzählungspunkten in Ihren Notizen arbeiten. Viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren!